Vielen, vielen Dank. Hallo, meine lieben Schwestern, wieder eingeschaltet habt zu diesem ganz besonderen Video. Und dieses Video widme ich einfach nur euch. Denn, ja, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ich habe vor kurzem die 10.000 Abonnenten geknackt. Und das war so ein großer Meilenstein, den ich dann erreichen wollte. Und ja, den haben wir jetzt im Januar 2024 erreicht. Und in diesem Video möchte ich euch einfach nur danken, eine kleine Zeitreise machen, wie das eigentlich hier alles begonnen hat. Und am Ende erwartet euch natürlich auch eine Überraschung, da ich euch natürlich auch daran teilhaben möchte. Ja, 10.000 Abonnenten, also das ist erstmal so eine richtig krasse Zahl. Das ist ja schon so eine Kleinstadt, ne? Also wenn wir alle zusammen in der Kleinstadt wohnen würden, ne? Wären wir ja schon per Definition eine Kleinstadt. Wann hat das Ganze denn angefangen hier mit YouTube? Und es ist schon 5,5 Jahre her. Ich glaube im Juli 2018 kam mein erstes Video online und ich weiß noch damals, es war mit dem Handy gefilmt in meiner damaligen Wohnung, wo ich mit meinem Freund zusammen gewohnt habe, in Tür, vor dem Fenster, weil ich noch gar kein Licht hatte. Ich habe einfach nur gedacht, komm, fängst du mal an. Und zwar, ich war ja im Dezember 2017 das letzte Mal im Disneyland oder also das letzte Mal. Das zweite Mal im Disneyland. Ich war ja vor 2013 das erste Mal und dann längere Zeit nicht. Und dann war ich 2017 im Dezember dann mit meiner Mama da. Und meine Mama so, ja, hier Kind, wir konnten uns das damals ja nicht so leisten. Einmal, ein Einmalerlebnis, kauf dir was du willst an Merchandise. Und dann ist gut, ne? Das dachte sie. Leider falsch gedacht. Nach dem Trip habe ich mich immer mehr mit dem Thema Disneyland Paris beschäftigt, habe mir ganz viele Vlogger angeschaut und auch relativ zeitnah, ich weiß gar nicht, wann ich Run Disney gebucht habe, ob sogar vor oder nach diesem Trip war. Auf jeden Fall habe ich dann für September 2018 Run Disney gebucht, in einem Disney Hotel und damals die Freundin von meiner Mama hat gesagt, okay, ich komme mit dir mit, weil ich hatte damals noch keine Disney-Freunde und ja, und dann hat sie aber gesagt, ja, ich komme mit ihr mit, weil die wir waren schon öfter zusammen da und meine Mama, ich weiß, ich hatte, glaube ich, keine Zeit oder so. Auf jeden Fall waren wir dann, hatte ich das dann gebucht und habe mich dementsprechend natürlich auch vorbereitet. Ich habe mir verschiedene Vlogger angeschaut, Main Street USA oder irgendwie, on Main Street USA, glaube ich, heißt, ich weiß jetzt gar nicht, auf jeden Fall Niederländer. Dann habe ich mir Chris Axel angeschaut und das waren so, glaube ich, die Hauptblogger. Damals war es noch Kevin und Pixie Dust, glaube ich. Die hat aber mittlerweile aufgehört. Auf jeden Fall habe ich mir ganz viele Vlogs angeschaut. Und immer wieder während der Vlogs habe ich gedacht, es gibt keinen in Deutschland, der das regelmäßig macht. Und so über die Monate, wo ich natürlich für Run Disney auch trainiert habe, war ich ja natürlich 5, 10 und einen Halbmarathon laufen musste ich trainieren. Und während der Zeit habe ich mir natürlich immer die neuen Vlogs angeschaut und mich darauf vorbereitet auf den Trip und immer das Disneyland immer besser kennengelernt, auch durch die Vlogs. Und gedacht, okay, fängst du doch einfach mal an damit. Ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Ich hatte, wie gesagt, am Anfang, das erste Video war ein Primark Haul, das gibt es auch hier noch auf dem Kanal. Ich bin einfach zu Primark gefahren, habe geshoppt, was ich ja immer noch am besten kann, ne? Shopping. Und habe ein Haul gedreht. Zu Hause. Mit meinem Handy war es damals, ich weiß noch, mit Frontkamera und vor dem Fenster, dass das Licht einigermaßen gut ist. Und ich weiß noch, das war, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe für dieses erste Video. Es war auf jeden Fall eine sehr ungewohnte Situation für mich. Also es war nicht, dass ich jetzt direkt vor der Kamera so... Wow, und hier, hi, und das hier, und der Pulli, und den habe ich da gekauft und so. Nee, das war es überhaupt nicht. Ich war super schüchtern, habe mich nicht ganz so wohl gefühlt am Anfang vor der Kamera. Auch wenn ich einfach nur in meinen vier Wänden saß, mir hat keiner zugehört, war es trotzdem ein komisches Gefühl, einfach mit mir und mit der Kamera zu reden. Aber daran wächst man halt rein. Wie gesagt, das war das erste Video damals, mein Primark-Haul. Und ich weiß gar nicht, ob das zweite Video dann direkt schon aus dem Disneyland war, weil ich habe dann natürlich meine ersten Vlogs gedreht während des Run Disney Events. Und so
blauäugig, wie ich war damals. Ich habe mir dann eine Kamera auch gekauft. Die Canon oder die Mark? Ich glaube, es war die Canon. Mark 1 irgendwas. Es war auf jeden Fall damals die... oder war es schon der Vorgänger von der hier? Nee, ich glaube nicht. Es war noch eine andere. Ich glaube, es war auf jeden Fall war es so eine Vlogging-Kamera, die man damals so genutzt hatte. Es war, glaube ich, eine Canon. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau. Und wie blauäugig wie ich war, die war natürlich relativ neu. Ich habe sie vorher nicht getestet. Ich habe sie vorher nicht mit Ton getestet. Und damals, oder auch immer noch, wenn man diese Kameras kauft, ich hatte kein externes Mikro dran gemacht, einfach nur die Kamera gekauft und einfach drauf losgefilmt. Und es gibt ja diese Windmuffs, diese Wind, die man auf die Mikros packt. Und damals bei der Kamera war es so, dass, also bei der hier zum Beispiel, packt man es jetzt in so eine, in diese Halterung rein, diesen Windmuff. Damals war es so, dass man was drüber geklebt hat. Also es gab einen Windmuff und den hat man halt mit so doppelseitigem Klebeband auf die Kamera geklebt. Und ich habe es anscheinend so drauf geklebt, dass es irgendwie halb auf dem Mikro war. Und ich habe es halt nicht getestet. Dementsprechend, die Vlogs sind auch noch auf meinem YouTube-Kanal, sind die ersten Vlogs aus dem Disneyland Paris so, hallo meine Lieben, und ja, das ist wie so ein bisschen so unter Wasser. Hat sich so ein bisschen unter Wasser angehört, was natürlich, wie gesagt, ich habe sie das ganze Wochenende nicht gemerkt, weil ich das halt einfach nicht angeschaut habe, was und halt vorher getestet habe. Daraus habe ich gelernt. Aber das waren so die ersten Videos. Das erste Run Disney Event waren meine ersten Vlogs aus dem Disneyland Paris. Und da habe ich mir dann auch meine Jahreskarte gekauft. An diesem Wochenende im Disneyland Paris, während Run Disney, habe ich mir dann meine erste Jahreskarte im Disneyland Paris gekauft. Und dann, seitdem, habe ich immer eine. Also seit 2. September 2018 habe ich eine Jahreskarte und besuche das Disneyland Paris mindestens einmal im Monat, außer natürlich während jetzt der Corona-Zeit, wo es geschlossen war. Aber eigentlich besuche ich den Park fast jeden Monat mindestens einmal. Manchmal kommt es auch vor, dass ich zwei, manchmal sogar dreimal, ich weiß noch, so Avengers Campus Eröffnung, weil ich sogar dreimal im Juli da im Park bin. Aber generell so Rule of Thumb, wie man so sagt, einmal im Monat. Ja, und das ist schon 5,5 Jahre her. Wie viele Videos ich schon hochgeladen habe, muss ich tatsächlich mal schauen, wie viele Uploads ich gemacht habe. Schaue ich gerne mal gleich nach. Es ist eine sehr spannende Reise gewesen auf YouTube. Wie gesagt, am Anfang, vor allem auch im Disneyland, die ersten Vlogs, ich habe mich so, also nicht geschämt, aber ich habe mich einfach beobachtet gefühlt. Ich wollte nicht, dass man sieht, dass ich mit der Kamera rede, weil es einfach für mich auch eine ungewohnte Situation war. Mittlerweile ist mir das völlig egal. Ich kann jetzt hier auch vor die Haustür gehen und mich filmen, wie ich in die Kamera rede. Aber das ist ein Prozess, den man mit sich selbst machen muss und den ich auch lernen musste, da so locker zu werden mit der Kamera. Das ist ein Lernprozess. Das kann, also ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die das von 0 auf 100 direkt so können. Für mich war es ein Lernprozess und ich weiß noch, am Anfang habe ich in Disneyland Ecken gesucht, wo keiner lang lief und sobald dann jemand um die Ecke kam, habe ich die Kamera wieder runtergenommen und so. Ja, und vor anderen Menschen zu reden, oh, das war auch noch ganz schlimm. So die ersten Male, wo ich mit anderen Menschen unterwegs war und vor der Kamera zu reden, war für mich wirklich der absolute Horror. Ja, mittlerweile, wie gesagt, es gibt noch manchmal Situationen, wo ich mich, also wenn vor allem Menschen dabei sind, die jetzt nicht ganz so oft dabei sind oder so, denke ich mir, fühle ich mich auch noch so ein bisschen awkward, so ein bisschen, aber ich ziehe dann einfach durch. Das ist halt dann so. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt seitdem mal in den Parks war. Wie gesagt, fast jeden Monat, außer wenn natürlich Covid. Dann gab es natürlich die Covid-Zeit, die man trotzdem einigermaßen, in der ich euch natürlich trotzdem einigermaßen bespaßen wollte. Auch wenn man nur zu Hause war, wollte ich trotzdem weitermachen mit Content, keine Pause machen. Und das ist tatsächlich auch wichtig. Wenn man wachsen möchte auf Social Media, muss man immer konstant dabei bleiben. Und das ist leider auch sehr, sehr viel Arbeit teilweise. Und man bekommt nicht alles einfach vor die Füße gelegt oder geschenkt. Das ist ein langer Prozess. Wie gesagt, 5,5 Jahre hat es jetzt gedauert, bis zu 10.000 Abonnenten. Und ja, es ist viel Arbeit, aber dennoch ist es mein Hobby geworden. Ein sehr spannendes und vielseitiges Hobby. Und ich liebe es einfach. Ich weiß, es ist anstrengend. Vor allem, wenn ich so an letztes Jahr denke, gab es Phasen, wo ich dachte so,
es ist schon anstrengend gewesen, jedes Wochenende irgendwo zu sein und so. Deswegen habe ich mir auch für dieses Jahr vorgenommen, ein bisschen lower zu, also das ein bisschen nicht ganz so krass zu machen. Jedes Wochenende irgendwo sein und so. Klar wird das Wochenende, wo ich mal 2-3 Mal hintereinander irgendwo weg bin, aber dann wieder 1-2 Wochen, wo ich dann auch wieder zu Hause verbringen werde. Dennoch ist es ein super schönes, vielseitiges Hobby, was ich gerne mit euch teile. Und das ist, was ich auch daran liebe, ist der Austausch mit euch. Wenn man das Feedback bekommt, durch deine Videos war unser Aufenthalt viel magischer und das hat uns super geholfen, deine Tipps und so. Das ist für mich die beste Resonanz und die beste Bestätigung, die man als Content Creator haben kann, ist das Feedback und die Resonanz von euch. Natürlich bin ich auch nicht immer perfekt. Es gibt Fehler, die ich auch immer noch mache. Aber das ist menschlich. Ich verhaspel mich auch noch und bin nicht perfekt in dem, was ich mache. Aber ich lerne dazu, versuche mich auch immer zu verbessern, auch was Equipment angeht. Aber ich bin halt immer noch ein Mensch und ich bin kein Roboter. Und das, finde ich, gehört aber auch zum Content Creator dazu. Dieses Menschliche, dass man auch immer noch am Boden bleibt. Und ich freue mich immer, wenn ihr mich irgendwo auf dieser Welt ansprecht, egal ob es jetzt in Disneyland Paris ist oder in anderen Freizeitparks. Dieser Austausch mit euch, auch wenn ich Kinder dann sehe, die dann auf mich zukommen, das ist tatsächlich so surreal manchmal, weil ich bin einfach auch nur ein Mensch, der normalerweise arbeiten geht, also unter der Woche arbeiten geht und halt einfach sein Hobby auf YouTube auslebt und auf Instagram und so. Und dann halt so die Resonanz von euch zu bekommen, euch live zu sehen, und ihr kennt mich viel besser, als ich euch leider kenne, ist wirklich was ganz Besonderes für mich und auch immer noch. Jede Person, die mich anspricht irgendwo, ist für mich ein sehr besonderes Erlebnis und ja, das ist tatsächlich nicht selbstverständlich. Und natürlich bin ich auch immer offen für Kritik, also wenn ihr Kritik habt, bin ich immer offen und versuche mich da natürlich auch immer zu verbessern. Aber ja, es ist eine 5,5-jährige Reise hier auf YouTube bisher und natürlich auch auf Instagram und TikTok. TikTok kam ja auch jetzt irgendwann dazu und so. Aber das ganze YouTube-Machen ist ja auch wie so ein Tagebuch. Ich kann mir dann vielleicht in ein paar Jahren mit meinen Kindern Sachen anschauen, die Mama damals gemacht hat. Und ja, das sind besondere Erinnerungen, die man da mit speichern kann. Und sich dann ja, vielleicht in ein paar Jahren dann nochmal anschaut und gerne darauf zurückschaut. Ich habe euch ja versprochen, nach den Zahlen zu schauen. Also, wie viele Uploads ich bisher gemacht habe in 5,5 Jahren. Also am 26. Januar habe ich die 850 Uploads-Marke geknackt. Und Anfang Januar waren es 3 Millionen Views insgesamt über die 5,5 Jahre. Also 3 Millionen Leute haben bisher irgendwann auf, also nicht Leute, also 3 Millionen Mal wurde auf meine Videos mal geklickt. Das ist schon eine krasse Zahl und ich weiß, am Anfang der Zeit habe ich immer einmal die Woche ein Video hochgeladen. Das war immer sonntags, weil man natürlich erstmal so sich reinfinden musste. Mittlerweile ist es schon so mindestens 3 Videos pro Woche, die ich versuche hochzuladen. Manchmal ist es natürlich mehr, je nachdem, was gerade so passiert. Also ja, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an euren Support über die letzten Jahre. Auch wenn ihr erst neu hier seid, würde ich mich freuen, dass ihr natürlich mir treu bleibt und auch die nächsten Monate und Jahre vielleicht mir treu bleibt. Ich kann euch schon mal sagen, es ist sehr viel auch für dieses Jahr schon geplant. Und nehme ich euch natürlich auf den ganzen Abenteuer immer sehr gerne mit. Es ist ja nicht mehr nur Disney oder Disneyland Paris, es ist mittlerweile auch andere Freizeitparks. Und auch die ganzen Reisen, die ich sonst mache, wie jetzt mit AIDA zum Beispiel, da nehme ich euch auch mal sehr, sehr gerne mit. Und dadurch vergrößere ich natürlich auch die Zuschauer, die sich dann meine Videos anschauen. Ja, also an der Stelle einfach vielen, vielen Dank an euren Support. Ich freue mich immer sehr über euer Feedback, über eure positive, aber auch Kritikresonanz. Und ja, einfach mal Danke wollte ich sagen. Einfach mal vielen, vielen Dank. Und die 10.000 Abonnenten bedeuten wirklich sehr, sehr viel für mich. Ja, und der nächste Meilenstein, würde ich sagen, sind 100.000. Dann gibt es nämlich auch eine Auszeichnung von YouTube. Da gibt es nämlich so eine Plakette, ich glaube, es ist Silber. Genau, es ist Silber, kriegt man, wenn man 100.000 Abonnenten hat. Und 1 Million Abonnenten kriegt man eine goldene Platte, also so ein Schild. Also 1 Million Abonnenten, das ist, glaube ich,
sehr utopisch aktuell, muss ich sagen. Keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal, ich weiß es nicht, aber ja, ich arbeite erstmal mich langsam auf die 100.000 hin. Das ist aber auch noch, es ist ganz schön viel. Das sind noch 90.000 Leute mehr hier auf dem Kanal. Mal gucken, wann ich es erreiche. Vielleicht dann in ein paar Jahren machen wir das Video zu 100.000. Ja, was ist in nächster Zeit geplant? Natürlich Disneyland Paris jetzt am Wochenende zur neuen Season Million Splashes of Colors mit der neuen Show. Ne, das war die Show. Symphony of Colors heißt die Season. Million Splashes of Colors heißt die neue Show. Da freue ich mich schon sehr drauf. Komplettes Wochenende im Disneyland Paris. Und dann geht es ja schon in weniger als 3 Wochen auf AIDA-Kreuzfahrt von Bangkok nach Shanghai mit 2 neuen Disney-Parks, die ich besuchen werde, Hongkong und Shanghai. Und dann nehme ich euch natürlich auch mit, auch auf jedem Stopp, den wir haben auf AIDA. Und ja, und dann werden wir dieses Jahr noch Polen besuchen, Energylandia über Pfingsten. Wir werden nach Madrid fliegen über Ostern. Und da mit Prina, Sinan und Daria ist auch immer dabei. Auch in Polen, in Madrid sind die beiden, die 3 dabei. Und ja, ansonsten natürlich Europa-Park demnächst. Zur Saisoneröffnung werde ich da sein. Und ja, ich nehme euch natürlich immer mit hier auf dem Kanal und seid gespannt. So, jetzt kommen wir aber zum Eigentlichen, wofür ihr wahrscheinlich eingeschaltet habt. Zum Gewinnspiel. Genau, ihr bekommt diese schöne Tasche. Und da ist natürlich was drin. Ich habe mir ein paar kleine schöne Sachen rausgesucht und zeige euch jetzt, was hier drin ist. Aber werde auch noch hier und da nach dem Gewinnspiel noch ein paar Überraschungen reinwerfen. Das heißt, ihr bekommt auf jeden Fall die Sachen, die hier drin sind, plus noch ein paar Goodies. So, ihr bekommt natürlich die Tasche und dann, passend zur Neueröffnung des Disneyland Hotels, bekommt ihr einmal den Mickey Plush, den ihr nur im Disneyland Hotel bekommt. Genau, könnt ihr einmal den gewinnen. Richtig süß, der Kleine hier. Habe ich ja auch auf Instagram verlost. Einmal hier den Mickey. Dann könnt ihr das Disney 100 Handtuch gewinnen, was es nur im Disneyland Paris gab. Habe ich einmal für euch. Ich habe es versucht, so unisex wie möglich zu halten, also dass Männer und Frauen was davon haben. Dann habe ich einmal den Schlüsselanhänger aus dem Disneyland Hotel. Sieht so aus. Genau. Und dann, wie gesagt, hier noch so ein Royal Amusement Royal Booklet aus dem Disneyland Hotel. Da sind halt so Maldinger drin aus dem Disneyland Hotel. Mit so Quizzes, einfach nur als, noch als Goodie. Und wie gesagt, die Tüte ist auch dabei. Und ein paar Geheimnisse, ein paar Überraschungen behalte ich mir noch inne. Also das ist das Paket, was ich für euch zum 10.000, also als Dankeschön für 10.000 Abonnenten für euch habe. Und was müsst ihr jetzt dafür tun? Ja, ich gucke mal in meinen Kalender. Ich möchte die Sachen natürlich vor meinem Urlaub gerne noch verschicken. Und ich würde sagen, heute ist der 7. Februar. Das Gewinnspiel läuft noch bis 18. Februar 2024 um 18 Uhr. Also macht fleißig mit. Und was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einmal natürlich das Video liken. Ihr müsst es meinen Kanal abonnieren und einen Kommentar hinterlassen. Und zwar könnt ihr mir gerne, ich nutze das dann auch gerne als Feedbackrunde, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr gut findet, was vielleicht Verbesserungspotenzial ist auf meinem YouTube-Kanal und welches Video oder welche Reise euch vielleicht am besten gefallen hat, die ihr bisher so bei mir gesehen habt. Also würde mich über Feedback freuen. Und wir machen es dann so, weil bei YouTube ist es schwierig, mit Leuten in Kontakt zu treten. Es wird so sein, dass ich auf die Kommentare nicht antworten werde. Ich werde Herzchen hinterlassen und dann den Gewinner, also der, der gewonnen hat, einmal auf seinen Kommentar antworten mit hier herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen, schreib mir dann über Instagram, Facebook, TikTok oder eine E-Mail-Adresse, die ich dann unten dann auf die Antwort schreiben werde, weil es halt schwierig ist, über YouTube in Kontakt zu treten. Genau, also das wird so der Fall sein, dass ich dann auf einen von den Kommentaren antworte, demjenigen auch dann 24 Stunden Zeit gebe, mir dann zu schreiben über irgendeinen Kanal. Und wenn der sich natürlich dann nicht meldet, dann wird halt der nächste ausgelost. So denke ich mal, ist es ganz gut, weil früher habe ich immer bei Gewinnspielen auf YouTube gesagt, dass man auch den Instagram-Namen zum Beispiel oder den Facebook-Namen mit reinschreiben soll. Aber die Kommentare hat YouTube immer geblockt, also nicht durchgehen lassen wegen den ganzen Namen und so.
Deswegen machen wir das jetzt so. Ich hoffe, das funktioniert so. Mal gucken. Ich mache ja nicht ganz so oft auf YouTube Gewinnspiele. Ja, also vielen Dank nochmal. Das war einfach nur ein kurzes Dankeschön-Video, auch ein Gewinnspiel an euch. Und macht gerne mit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.